WH Self Invest. Ja, wunderschönen guten Abend, guten Tag allerseits. Herzlich willkommen, Stefan Fröhlich hier vom Broker WH Self Invest. Und ja, es ist mal wieder Webinarzeit und wir haben heute ein Thema zum Future-Handel. Ja, es geht um die US-Futures im Speziellen, um die Art und Weise, wie man sie eigentlich handelt. Ne? Das wird unser Thema sein. Ich habe wieder mal meine drei Topics hier. Wie handelt man US-Futures? Die Marktauswahl ist natürlich entscheidend. Ne? Mikro-Futures jetzt als neues Produkt und das Risikomanagement als essentieller Bestandteil natürlich jeder Trading-Strategie und speziell natürlich dann auch im Future-Handel. Und ich freue mich riesig, wieder mal Bürger Schäfermeier an meiner Seite zu haben. Das werde ich jetzt hier nicht alleine machen heute, sondern natürlich mit einem Experten zu diesem Thema. Und ja, da könnte man eigentlich keinen besseren kriegen als ihn, der ja seit 30 Jahren in diesem Business ist, der wirklich alles gesehen hat im Future-Handel, was man nur sehen kann. Und insofern wird er uns hier auch hier und heute Ihren Fragen natürlich Rede und Antwort stehen, aber selbstverständlich auch ein bisschen plaudern darüber, wie er denn so das Ganze angeht, wie er das strategisch löst und wie er das tagtäglich macht, als professioneller Händler eben Geld zu verdienen. Freue ich mich also sehr, Ihnen das gleich nahebringen zu können. Vorher wie immer noch der Risikohinweis, CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Futures wiederum sind komplexe Instrumente und da liegen unvorhersehbare Kursschwankungen. Darum geht es heute im Schwerpunkt. Es handelt sich also um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Jeder Anleger sollte sorgfältig, womöglich mithilfe externer Berater, prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Bevor Sie also eine Anlage tätigen, sollten Sie sich mit den Kontraktspezifikationen und Risiken dieser Finanzinstrumente vertraut machen, in die Sie investieren wollen, also die Future jetzt heute mal im Speziellen. Und die auf einem Demokonto realisierten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Sie sind auch nicht verpflichtet, Hebel zu nutzen. Ja, wenn man über die US-amerikanischen Futures nachdenkt, dann kommt man zwangsläufig darauf, dass es an der Chicagoer Börse gehandelt wird. Chicago ist sozusagen der Mittelpunkt des Future-Handels in den USA, da besonders die CME mit ihren verschiedensten Teilmärkten, ne, CME, CBOT, COMEX für den Goldmarkt und NYMEX fürs Öl. Und insofern haben wir da also die verschiedenen Möglichkeiten, die uns da offen stehen, um im Future zu agieren. Es sind insgesamt gerade auch im CME-Markt die hochliquidesten Märkte, die man sich nur vorstellen kann. Und ja, ganz neu ist jetzt auch die Abteilung Mikro-Futures seit Anfang Mai eröffnet worden an der CME. Und insofern, ja, darüber und über viele Dinge möchte ich jetzt gleich mit meinem Gast reden und freue mich ganz besonders auf Bürger Schäfermeier. Schönen guten Abend, Bürger. Ja, hi. Stefan, hi. Hallo. Liebe Leute, ich freue mich, heute dabei zu sein bei dem Webinar und ja. Jo, super. Wie sieht's aus mit, soll ich meinen Bildschirm übertragen? Wie heißt das ja, vor? Ja, warte, ganz kurz. Ich will noch mal kurz in die Runde fragen, ob Bild und Ton gut ankommen, weil da hat sich jetzt noch keiner geäußert. Ich hoffe, dass das jetzt alles hier technisch, ja, wunderbar, das klappt. Und zweite Sache, vielleicht noch mal auch für dich kurz zum Überblick, dass wir mal eine Idee haben, wie unsere Gruppe zusammengesetzt ist. Kurze Umfrage noch. Wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren? Oder Sie handeln momentan vielleicht auch gar nicht an den Märkten? Das kann ja auch sein, dass Sie sagen, nee, ich pausiere mal lieber. Dann klicken Sie einfach mal auf diese Alternativen, die wir hier haben in der Umfrage. Und dann haben wir mal so eine Idee, wie das hier aussieht. Und dann können wir da auch so ein bisschen drauf eingehen. So, ich warte noch mal ganz kurz. Ist hier noch am Klicken. Ja, das sieht gut aus. 3, 2, 1. Okay, so, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also 30% sind
schon erfahrener Natur, also mehr als 4 Jahren im Business, im Future Trading Business. In den letzten 3 Jahren haben wir 45%, also die große Gruppe, und 25% handeln derzeit gar nicht an den Märkten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr spannend. Was sagst du dazu, Bürger, zu der Konstellation der Gruppe? Ja, super. Perfekte Voraussetzung, heute noch ein Können wir bisschen eigentlich durch dazuzulernen. alles durchgehen, ne? Genau. Kann man Das versuchen, ist prima. durch alles durchgehen. Vielen Dank, dass du mir die Bildschirmfreigabe hier jetzt Genau. gibst. Übertrag mal mein Bildschirm, was ihr jetzt hier seht. Ganz kurz zur Erklärung, ist mein Handelsbildschirm. Jeder, der mich kennt, weiß, genauso gerne, wie ich über Börse rede, handle ich auch. Und das ist jetzt auch ein Live-Konto, ein Echtgeldkonto, ist nicht irgendwo, was hier mit Demo läuft. Ich habe unten rechts sehen wir eigentlich ganz schön hier, also in diesem Chart hier, wo ich das X reingemacht habe. Das ist zum Beispiel jetzt der Mini Future S&P, den ich da handle, wo ich gerade eine Short-Position habe. Die ist auch schon Break-Even abgesichert. Wie ich mit der Position verfahre, wie ich vorgehe, möchte ich jetzt heute gleich in dem Webinar sagen. Ich habe noch mehrere Positionen auf. Wir sehen das. Ich lösche mal hier die Zeichnung raus, mache mal den Pointer an. Wir sehen das hier auf der linken Seite. Das ist der Euro-US-Dollar, auch CME-Future, den ich hier ebenfalls heute short bin. Das zweite Mal übrigens. Und sage ich auch gleich ein bisschen was hinzu. Auch der Trade ist derzeit schon Break-Even abgesichert. Und oben links sehen wir noch einen weiteren Future von der CME. Das ist der T-Bond, 10 Jahre. Das heißt, das sind die langlaufenden Treasuries, der Bond-Future an der. Bürger, jetzt ist der Ton weg. Hallo? Bürger? Wo ist er hin? Ich höre dich nicht. Vielleicht nochmal Mikro an und ausmachen. Hei, das ist ja wieder interessant hier, dass heute die Technik nicht so Ich sind. dachte, Ah, jetzt hören ich. wir dich wieder. Okay, alles klar. Wir haben dich eben nicht gehört. Du warst eben kurz unterbrochen. Okay. Ich habe gerade gesagt, bevor ich jetzt in die einzelnen Trades gehe, vielleicht 2, 3 Sätze zu mir. In den 90er Jahren habe ich damals noch gedacht, ganz am Anfang, naja, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich studiere jetzt VWL, BWL und wenn ich damit fertig bin, gehe ich rüber in die Staaten und handle sozusagen an dem Chicago Pit, also an der Börse. Ja, das war, wo man eben diese Open Outcry Börsen, wo man eben entsprechend ja, sich die Orders noch zuruft. So war ja der Börsenhandel bis vor 30 Jahren organisiert. Und dann kam aber eben die elektronischen Börsen und ich muss sagen, glücklicherweise kamen die, weil jetzt habe ich es eben sehr schön. Ich sitze hier in meinem Office, Terrassentür auf, wunderschönes Wetter. Ich habe hier keinen Stress mit hunderten Händlern um mich herum, sondern kann in Ruhe meine Trades planen, kann dich hier in Echtzeit traden und ja, meinen Lebensunterhalt hier mit dem Trading eben schön von zu Hause aus verdienen. Und das ist einfach das Tolle mit dem elektronischen Handel. Bürger, ich So. glaube, da sieht man immer noch diese Bar hier von der Aufzeichnung jetzt in der Mitte. Die wird gerade mit übertragen. Okay, ja, das ist alles klar. Ich muss den mal zur Seite Musst du schieben. mal So. zur Seite schieben, genauso. Genau. So, und also das vielleicht kurz zu meiner Person und ich handle schwerpunktmäßig eben diese Futures, die ihr jetzt hier auch auf dem Bildschirm seht und mich freut natürlich, dass gerade jetzt im S&P in den letzten Jahren und auch heute gute Volatilität da ist. Denn so Volatilität ist wichtig für einen Trader, wir brauchen die zum Handeln, je mehr Vola, umso besser. Und für mich geht es jetzt bei diesem Trade hier unten links, unten rechts im S&P, geht es jetzt eigentlich darum, ja, zu finden, wo gehe ich raus, also bis wohin lasse ich den laufen und wo entsprechend stelle ich den glatt. Ihr seht, ich habe den schon hier ein bisschen Break-Even abgestoppt. Das war sozusagen das Erste, was ich gemacht habe. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel diese kleine rote Linie, das ist hier der Supertrend, der hier läuft. Wir sehen hier, das ist das kleine letzte Hoch. Und
Ich habe verschiedene Regeln, wie ich meine Trades manage. Ein ganz wichtiger Punkt hier beim Trade Management ist immer, dass man einen guten Kompromiss findet zwischen auf der einen Seite dem Markt noch eine Chance geben, weiterzulaufen, und auf der anderen Seite sich nicht zu viel mehr von den Gewinnen abnehmen zu lassen. Und diesen Kompromiss, den kriegt man eigentlich nur gut hin, wenn man gute Trade Management-Regeln hat. Natürlich heißt es nicht, dass man immer optimal aus einem Trade rauskommt. Ja, es gibt auch mal Trades, da wird man blöd ausgestoppt, auch mal Trades, da gibt man von seinem Gewinn wieder einen deutlichen Teil her. Aber Sinn und Ziel so einer Sache ist eben, große Gewinne zu produzieren und gerade bei so Momentumbewegungen, die möglichst weit laufen zu lassen. Ja, und das ist Sinn und Zweck von so ja, diesen Trade-Management-Regeln. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier 7 Kontrakte, das ist die aktuelle Position. Und die Größe von so einer Position, die hängt natürlich extrem immer davon ab, von der Kontogröße. Ja, das heißt also, wenn man einen Trade macht, geht man ja ein bisschen bestimmtes Risiko ein. Ich kann es mal hier zum Beispiel zeigen. Also, wenn man jetzt, nehmen wir mal Mini S&P, so, geht man zum Beispiel bei 2,7, 63, 2,25 rein. So, und na, jetzt habe ich hier 2,7, Das hat ein 63. bisschen viel eingegeben. Ja, das war ein bisschen zu viel. So, und jetzt nehmen wir jetzt mal an, ich habe nur mal als Annahme 2,7. Man hat ja bei jedem Trade einen Stopp. 2,800 wollte ich da eingeben. 2,800. Ich mache jetzt einfach erstmal nur willkürlich den Stopp. So, dann hätte ich jetzt bei so einem Konto, wenn ich hier 0,5% riskiere, dürfte ich 3 Kontrakte handeln. Ja? Bei diesem Trade war mein Stopp allerdings gar nicht so weit entfernt. Ihr seht hier da oben an dem letzten Hoch 2,792. Ich benutze sehr gerne alte Hochs als Stopp, also 2,792. Was ich hier eben als Stopp mache. Und ich habe jetzt ein bisschen hier mehr als hier, so, da sind wir. Das heißt, wir sehen hier schon, ich habe hier ein bisschen weniger als ein Prozent riskiert für diesen Trade, um ja, der jetzt hier auch schön ins Laufen kommt. Oh, der läuft aber gut jetzt an, ja. Sehe ich auch gerade, Ja, ja. auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich immer die Frage, jetzt wird einer sagen, boah, ja, das ist vielleicht gar nichts für mich, weil hey, ganz ehrlich, ich habe ja gar nicht ein Konto, was so groß ist. Ja, ich habe ein Konto, was viel, viel kleiner ist. Und da ist eben das Tolle bei der CME, das ist ja jetzt der Mini-Future. Und die CME hat auch, und das zeige ich euch hier, ich habe da jetzt keinen Kontrakt, aber ihr seht, hier ist gleicher Preis, ja, gleicher Verlauf, da ist nichts anderes. Das ist der sogenannte Micro-Future, den es seit kurzem gibt. Ganz fantastisch, der ist kleiner, also während der Mini-Future ja entsprechend hier 50 Dollar entsprechend der Punkt ist, Ne, sind wir genau. hier. Bitte? Pro Punkt sind es $50, ne? Genau. Oder eben die Tickgröße ist 0,25, das muss man auch wissen. Das heißt, $12,50 wäre jetzt eine Tickbewegung, die kleinste Bewegung in diesem Markt, Genau. ne? Und bei Micro ist das ein Zehntel, also Ja. 1,25 und 5. Ja, und das heißt, das kann man dann auch wunderbar mit vernünftigen Risiken in kleineren Konten handeln. Also, ja, Absolut. und kann man eben auch mehr handeln. Und ihr seht jetzt eben hier schon an dem Trade gerade, das ist immer so die Versuchung, ne? Viele haben sich gefragt, Mensch, warum stellt er den nicht glatt? Und es ist eben immer genau der Punkt, man muss einerseits die Chance ermöglichen, dass der Markt läuft, auf der anderen Seite muss man eben auch schauen, dass man eine Gewinnsicherung betreibt. Und das ist eben der Job, den ich hier eigentlich als Trader hauptsächlich mache, das Rein und Raus, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus, also, oder wo gehe ich rein, das ist zwar auch wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich, wie managt man so Trades, ne? Wie lässt man, oder wie schafft man es hier, größere Gewinne zu produzieren? Ja. Und das ist mit dem S&P einfach sehr schön, weil der S&P ist, ich zeige euch jetzt mal ein anderes Programm, aber das hat jetzt nichts mit einer Handelsplattform zu tun, das ist jetzt einfach meine Analyseplattform. Da kann ich einfach, oder da habe ich jetzt ganz einfach die längeren Zeiträume drin. Und ihr seht Da kannst du einfach, auch nicht draus handeln, ne? Das ist auch der Punkt, ne? ja, ich handle da nicht drauf, ne? Und das Schöne ist einfach, ihr seht schon, der S&P,
Das ist eigentlich ein sehr trendstarker Markt. Das heißt, wenn der unterwegs ist, dann rennt er einfach in die Richtung und nicht nur einen Tag, sondern viele Tage. Ja, das sehen wir hier in der Aufwärtsbewegung. Ja, und wenn ich jetzt mal, halt, einen Moment, da muss ich so S&P, das natürlich auch anklicken, S&P. So, trendstarker Markt, 60-Minuten-Chart. Sorry, eben hat den falschen Chart drauf. Da haben wir. So, wir sehen das. Hier, das war im Prinzip, hat das am zweiten Weihnachtstag begonnen und dann ist der im Prinzip erstmal bis April nach oben gelaufen. Da gab es eine ganz kleine Unterbrechung, aber nach oben. Und jetzt hat er gedreht und jetzt läuft er in die andere Richtung. Und ich habe einen ganz easy Handelsansatz, indem ich einfach gucke, wo sind Hochs und Tiefs. Und wenn ich sehe, wir haben fallende Hochs und Tiefs, was wir hier haben, ja, hat man hier auch, dann sage ich, naja gut, dann musst du, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Markt auch weiterfällt. Und deswegen bin ich eben in den Markt short gegangen. Deswegen bin ich im S&P auch short. Ja? Und habe eben auf fallende Märkte gesetzt. Und im Anfang des Jahres war das anders. Da hatten wir steigende Hochs und Tiefs. Und das war eben auch sehr trendstabil und der ist sehr, sehr lange nach oben gelaufen. Ja? So, ich muss mal hier jetzt gerade den Stopp nachziehen. So, okay. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist ein sehr hochliquider Markt, sehr trendstabil und man kann mit ganz einfachen Methoden, indem man sich einfach Hochs und Tiefs entsprechend anschaut, kann man eben den wunderbar traden und die Trends erkennen. Ja, das hat im Anfang des Jahres hier hoch, tief, hoch, tief, hoch. Ah, ist Aufwärtstrend und er ist weitergelaufen, bis es dann irgendwann gewechselt hat. Und das macht so einen Markt wirklich sehr, sehr interessant zu handeln. Also es liebe ich einfach. Ja. So, wenn Fragen reinkommen, Stefan, kannst du mir die immer gerne Ja, weitergeben. bis Ja, jetzt noch nicht. dann Alles gut, mache ich ja. das. Ich hätte mal eine Frage jetzt, weil du ja jetzt doch relativ gut runtergelaufen bist und den jetzt auch so ein bisschen nachgezogen hast, den Stopp. Wann sagst du jetzt so, jetzt ist dann Schluss oder gibt es da auch ein Regelwerk, wo du jetzt sagst, da gehe ich jetzt aggressiv ran, um das Ausstoppen zu provozieren? Ja, also gibt es. Und zwar, also wenn ich jetzt sehen würde, dass wir einen Volumen-Spike machen, also ungewöhnlich hohes Volumen am Tief, dann würde ich wahrscheinlich die Position sofort glattstellen. Also wir sehen hier beobachte ich das Volumen. Das ist im Moment noch nicht der Fall gewesen, dass wir ungewöhnlich hohes gemacht haben. Höchste Tagesvolumen waren in der Öffnung, das ist normal. Danach haben wir hier so zwei, drei Spikes gemacht, hier mal einmal runter und wieder hoch. Aber wir haben da jetzt noch keine extremen Spikes gemacht. Von daher geht es jetzt mich hier nur darum, dass ich sicherstelle, dass ich zumindest nicht mehr zu viel hergebe. Und ich habe jetzt hier, das konntet ihr sehen, im Tief waren wir bei 68. Und eben die Supertrendlinie, die war einfach mittlerweile 10 Punkte weiter oben. Und 10 Punkte im S&P bei der Position sind fast 3.000 Dollar. Oder 2.500 Dollar, das wäre jetzt zu viel gewesen. Deswegen musste ich jetzt hier wirklich einen Stopp auch außerhalb des Supertrendes ein bisschen nachziehen. Also hier diese rote Linie ist der Supertrend, wo ich sonst auch Auch ungewöhnlich, automatisch ne? Also den so weit. hinterherziehe. Aber das ist dann jetzt heute, sage ich mal, auch schon durch die Schnelligkeit und die starken Bewegungen, die wir heute haben, sind das etwas krassere Marktbedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, was ich immer gerne schaue, das sehen wir hier, wenn ich das hier anschaue. Das ist jetzt der Daily Chart und ich kann bei dem Tageschart, also da kann ich hier Average True Range einstellen, das ist die sogenannte durchschnittliche Handelsspanne und da sehen wir hier im S&P, naja, das sind so 38 Punkte. Und wenn ich jetzt mal gucke, dann ist der S&P jetzt hier so ungefähr das, was er am Durchschnitt an einem Tag macht, bereits gefallen. Und deshalb geht es jetzt hier für mich ein bisschen aggressiver hinterher, weil er hat jetzt so seine ATR erreicht. Und die meisten Tage bewegen sich so innerhalb einer ATR, vielleicht mal ein bisschen weiter. Wenn er die wirklich heute verlassen sollte, also noch weiter fallen,
dann geht es häufig auf 2 ATR, das heißt, das hat dann das verdoppelt, dann würden wir so einen Kursrutsch von 80 Punkten sehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir so bei einer ATR Gegenwehr sehen, ja, so wie es jetzt gerade eben hier schon so ein bisschen der Fall ist von dem Markt. Naja, vor allen Dingen, man muss jetzt auch sehen, wir sind jetzt 18 Uhr, also 10 vor 6 unserer Zeit. Jetzt laufen wir so langsam in diese Lunchzeit rein, ne, in den USA. Das Ja. ist Genau, meistens ja auch der mal würde sich dünner, das ne, Ganze von auch der. nicht verändern. Der geht dann häufig seitwärts, der macht ja Reaktionen. Und letztendlich muss man auch sagen, natürlich, das Tolle an diesen Märkten ist ja, sie sind wirklich gut zu handeln und man kommt jederzeit rein und raus. Und auch wenn man mal ausgestoppt wird, ich zeige das jetzt gleich mal an 2 Beispielen. Also einmal im S&P bin ich ja hier oben rein, da, und dann habe ich nochmal nachgelegt. Aber ich habe, das können wir, ich mache mal 5 Minuten Chart. So, 5 Minuten. Man kann das eigentlich ganz gut sehen. Ich habe hier gestern schon verkauft und diese Abwärtsbewegung habe ich hier auch mitgenommen. Da bin ich dann heute Morgen raus und dann ging das hier seitwärts und dann habe ich eben hier nochmal jetzt wieder verkauft. Also man kann natürlich dann, wenn man es auch für nötig hält, ich bin dann auch raus, weil ich dachte, jetzt warten wir erstmal ab, was die Amerikaner so aus der ganzen Geschichte machen. Aber wenn man dann sieht, okay, es geht weiter runter, kann man natürlich auch wieder jederzeit rein. Ne? Das ist auch ganz gut. So, vielleicht an dieser Stelle eine interessante Sache, weil viele stellen sich ja die Frage immer, warum fallen die Märkte, was ist denn hier los und so. Man sucht danach Nachrichten. Letztendlich ganz sicher weiß das niemand, aber wir haben im Moment eine Situation, auf die ich schon häufiger hingewiesen habe im US-Markt und das ist diese hier. Wir sehen hier, es ist ein Zinschart, der ein Spread abbildet. Und zwar die Dreijährigen minus Okay. im Verhältnis zu den Zehnjährigen, den Zinsspread. Also kurz Ja. und mittelfristig oder kurz und langfristig Kurz sozusagen, also gegen hier im Verhältnis. langfristig. Ja, genau, okay. Kurz gegen langfristig. Und man sieht jetzt hier schon, so hier bei der letzten Rezession, da waren wir hier unten in dem negativen Bereich, so kurz vor 2007 waren wir in dem Bereich und da rutschen wir hier gerade wieder rein. Ja? Und das bereitet einfach vielen Börsianern extreme Bauchschmerzen, dass diese Zinsentwicklung, dass hier ja im Prinzip eine extreme Nachfrage nach langfristigen Zinsen, langfristigen Zinspapieren ist. Das heißt, da fragt man sich, warum parken die alle ihr Geld in den 10-jährigen Anleihen? Und da gibt es dann das Argument häufig, wenn Anleger Rezession befürchten, dann versuchen sie ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Dafür gehen die in die 10-jährigen Anleihen rein. Und jetzt ist es ja so, je mehr Leute etwas nachfragen, umso höher steigt der Preis. Und die 10-jährigen Anleihen, die seht ihr hier oben eben auch im Preis. Ihr seht auch, ich wette hier auf steigende Preise. Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Zinsen in dem Bereich sinken. Das heißt, du kriegst immer weniger für die 10-Jährigen, ja, Ja. an Zinsen. Das heißt, die sinken da stark. Und im Verhältnis solltest du eigentlich bei den 3 Monate Zinsen solltest du eigentlich noch weniger kriegen. Aber du siehst gerade, das kippt gerade so Das ist stark, also die genau Nachfrage umgekehrt, ne? ist, dass die fragen, warum flüchtet das Smart Money, das schlaue Geld, alle in diese langfristigen Bonds? Und in der Vergangenheit hat man das immer mit erklärt. Ja, die wissen eben einfach, die nächste Rezession steht vor der Tür. Die haben einfach die besseren Informationen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, diesmal ist alles anders. Das kann so sein, das weiß keiner. Aber das ist so gerade das Szenario, was ich hier spiele. Also, was ich hier trade. Ihr seht das eben oben links, bin ich auch long, die 10-jährigen Anleihen, CME, also die Treasuries. Und ich bin hier short. Jetzt kann ich hier wieder nachziehen, weil ich einen kleinen. Das heißt, hier kann ich die Gewinne weiter sichern. Ja, und ich bin eben short den S&P. Und ihr seht auch, das hängt miteinander zusammen. Also die Anleihen, wenn der Bond runtergeht, gehen die Anleihen hier weiter munter hoch. Und das ist ein fundamentales Szenario. Ja, was, wenn die Vergangenheit nicht lügt oder wenn es in der Zukunft so ist wie in der Vergangenheit, ja, dann müssen wir uns auf einiges einstellen. Ja, Ja, dann steht was also, Großes bevor, sozusagen. da steht was Großes bevor und das ist einer der zuverlässigsten Indikatoren, die eine Rezession anzeigen. Man sagt da auch, dass die Fed
das als Hauptindikator benutzt. Ja? Und da kann ich vielleicht, es gibt auf der, von der CME Group gibt es ein tolles Tool, das nennt sich FedWatch Tool, wenn es darum geht, wie entwickeln sich denn die kurzfristigen Zinsen? Ja, und da hatten wir lange Zeit, dass viele gedacht haben, die Fed wird die Zinsen erhöhen. Und das ist hier der aktuelle Zinssatz, 2,25. Ja, und wenn ich jetzt den nächsten Zinstermin nehme für Juni, da erwarten nur 13,3% der Marktteilnehmer eine Zinssenkung. Aber niemand erwartet mehr eine Erhöhung. Wenn ich jetzt aber zum Ende des Jahres gehe, und das ist wirklich interessant, das ist der aktuelle Zins. Und dann sehen wir, wenn wir das hier mal aufsummieren, ja, dann sind wir hier bei 69, 80, da sind wir schon, also wir sehen hier bei ungefähr 85,8% der Marktteilnehmer erwartet eine oder mehrere Zinssenkungen bis zum Jahresende. Und da fragen wir uns natürlich schon, warum muss die Fed die Zinsen senken? Ja, was ist da los? Weil die Fed ist unabhängig, also Trump wünscht sich das zwar, aber die ist unabhängig und die wird das nur machen in einem wirtschaftlich labilen Szenario. Und das kann man hier ganz gut sehen und das hat sich seit Anfang des Jahres komplett verändert, wo man noch Zinserhöhung erwartet hat. Hm. Und ja, das ist eben ein Makro-Szenario. Also ich habe euch eben die Technik gezeigt mit fallenden Hochs und Tiefs auf dem S&P, aber ein Makro-Szenario, was diese Technik unterstützt und die sagt, oh, ja, im Moment zumindest aus Trader-Gesichtspunkten sieht das alles nicht gut aus. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Tag fallen, aber dass tendenziell die Börsen eher ein bisschen tendenziell eher short ist. Ja. Hast du eigentlich ein Target auch? Das war hier meine Frage jetzt von den... Ja, wie gesagt, ich habe als Zielzone für den Trade eigentlich gehabt, wir laufen die Tagesrate eher ab. Aber okay. Ich gebe jetzt eben, eben dem Trade ein bisschen Raum. Also ihr seht ja, ich habe den Stopp jetzt hier nachgezogen. Ich verdiene jetzt auf jeden Fall schon mal 11 Punkte, was toll ist. Und wenn ich jetzt hier an dem letzten Hoch ausgestoppt werde, okay. Ansonsten ziehe ich immer an diesen kleinen Zwischenhochs hinterher. Oder die rote Linie, je nachdem, was näher ist. Ah, okay. Oder ich sehe einen Volumenspike, dann würde ich da eben auch entsprechend rausgehen. Dann würdest du auch reagieren. Okay. Da ah ja. Auch das ist ja interessant. Das, okay. Das sind so die Fälle, wo ich jetzt da handle mit denen. Ne? Gibt es auch ein Szenario, wo du die über Nacht hältst, die Position? Ja, das war ja jetzt, also ich bin ja heute Morgen in den Tag reingekommen. Genau. Da bin ich ja short reingekommen, das heißt, da habe ich es einfach über Nacht gehalten. So, seht ihr hier, also da habe ich gestern verkauft, dann haben wir hier nahe Tagestief geschlossen und da habe ich gar keine Veranlassung gesehen, warum soll ich, wenn der Markt am Tagestief schließt, warum soll ich dann rausgehen, dann ist es häufig sehr wahrscheinlich, dass der nächste Tag auch schwach ist. Und was man sich auch merken kann, ist, dass an trendstarken Tagen wie häufig am Tagestief oder Tageshoch, je nachdem, ob das Long- oder Short-Trend ist, schließen. Ja? Okay. Das heißt, dass die Tendenz, also dass man dann auch den ganzen Tag gut drin bleiben kann und sollte in seinem Trade. So. Das sind so die zwei wichtigen Regeln. Ja, und ich habe bei der, gerade wenn es um die Mini-Futures an der CME geht, da habe ich ja gar kein Problem mit einer Übernachtposition, weil das Tolle ist, die werden ja quasi rund um die Uhr gehandelt. Da gibt es ja nur eine ganz kleine Unterbrechung um 9:45. Ja, da beim Marktschluss gibt es eine kleine Unterbrechung für Settlement und eine kleine Pause. Und dann macht der kurz danach schon wieder auf. Und das heißt, bevor ich ins Bett gehe, kann ich Stop-Orders alles wieder reinpacken. Die arbeiten dann in der Nachtsitzung, sind dort in dieser Nachtsitzung also gültig. Ich kann also beruhigt schlafen, muss mir keine Sorgen machen, dass über Nacht irgendwie, also es hätte jetzt passieren können, dass, wäre jetzt unwahrscheinlich, aber der Trump sich mit China geeinigt hätte und der S&P plus 60 Punkte aufgemacht hätte. Da hätte ich natürlich eine Menge Geld verloren, wenn ich keinen Stopp drin gehabt habe. Aber dadurch, dass über Nacht diese Night Session im S&P auch vollkommen liquide zu handeln ist, ist es einfach ein tolles Tool und man kann dann jederzeit seine Position managen. Man hat, wie gesagt, eine halbe Stunde quasi Risiko, wo man nichts machen kann. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder runter weiter. Das ist ja eigentlich immer der Hauptpunkt, wo du sagst, diese Übernacht-Gaps, ne, die sind halt gefährlich.
Aber wenn du eben die Stops im Markt liegen lassen kannst, dann bist du halt auch abgesichert. Ja. Ja, also das ist, ich kann das ja mal gerade zeigen, auch mal hier auf dem Chart. Also wir sehen hier, so 22:15 Uhr, da ist Schluss. Ja, dann kommt eine Pause, seht ihr, da passiert nichts. Und dann geht es hier 22:30 Uhr, geht es schon weiter. Ja, wird dann gehandelt, 23 Uhr hier, 23 Uhr und dann 24 Uhr geht es dann wieder los mit der neuen Session. Ja, also es ist wunderbar. Also einmal hier kurze Pause, Pause, bumm. Wunderbar zu handeln. Ne? Und sehr liquide, das ist halt das Ja, Interessante. und sehr liquide. Ne? Das ist das, natürlich im Verhältnis zu der normalen Sitzung wenig Umsätze. Ja, also in der normalen Sitzung sind ja viel, viel mehr, aber immer noch genug, damit man das Ding gut handeln kann. Ja, und das ist beim Währungsfuture so, also beim Euro-US-Dollar, das ist beim T-Bond-Future so und das ist natürlich beim Mini oder Micro so. Also perfekt. Ja, und das ist eben auch das Schöne. Du hast eben hier den Chart, du kannst aus dem Chart raus handeln. Das ist jetzt hier den Ninja Trader, den du benutzt, den man ja bei uns auch benutzen kann. Na, also Genau. man kann das alles über uns wunderbar handeln. Natürlich auch die neuen Micro-Futures, das ist alles schon da. Und man hat im Prinzip bei uns die Wahl zwischen zwei Plattformen. Ne? Einmal den Ninja, den du jetzt benutzt, und natürlich unseren Nano Trader, unsere Haus- und Hof-Plattform, wenn man so will. Ja. Ja, weil du Okay. gerade gesagt hast, du hast jetzt das Szenario eher fallenderer Natur, also sprich, das Geld geht in sicheren Hafen. Da hätte ich jetzt auch noch mal was anzubieten. Ja, Und klar. zwar, ein sicherer Hafen ist ja auch das Gold. Und da haben wir auch ein Gold-Future an der sogenannten COMEX wird er gehandelt. Und das zeige ich gerade mal ganz kurz. So, mal kurz den Bildschirm wechseln hier. So, das habe ich jetzt auf Nano Trader. Habe ich hier den ganz normalen Gold Juni Future an der COMEX, an der auch an CME. Das ist ein Teilmarkt der CME. Und was wir hier halt sehen, ist eine ganz, ganz easy Strategie im Grunde genommen, die jeder wirklich umsetzen kann und die erstaunlicherweise sehr erfolgreich ist. Das hat der André Stagge, der Portfoliomanager, mal entdeckt, dass speziell am Freitag, wir sehen hier, das ist der 2.5., der Donnerstagabend, speziell der Freitag dazu neigt, dass der Goldpreis steigt, aus dem einfachen Grund, weil die institutionellen, die großen Anleger jetzt vor dem Wochenende sich einfach hedgen wollen. Ja, und wenn sie mit Positionen ins Wochenende gehen, dann wollen sie die nicht offen sozusagen am Wochenende haben. So wie du auch sagst, die Gap-Gefahr ist halt zu groß. Und deswegen ist praktisch dann der Stopp der Kauf des Goldes. Und das machen die dann hier. Und dann sieht man, da kaufe ich dann. Und dann gehe ich ganz simpel um 21:30 Uhr, 21:45 Uhr, also kurz vor Börsenschluss, wo dann die Woche beendet wird, einfach wieder raus und habe dann hier einen schönen Gewinn gemacht. Also steht jetzt wieder an, also morgen Abend, ne, ist dann wieder Signal sozusagen und dann halte ich den wieder bis Freitag durch und dann war es das. Ne? Und wenn wir jetzt mal hier so hinscrollen, siehst du, dann ist das zwar hier ein bisschen abwärts gerichtet, das Ganze, aber wir haben jetzt auch hier die Möglichkeit, in den Aufwärtstrend zu wechseln. Ne? Der Groß, da, wenn er da jetzt rüber geht, dann würde das Gold jetzt auch wieder. Das ist ja jetzt ein 5-Minuten-Chart, sogar im 5-Minuten-Chart einen Aufwärtstrend zeigen. Also das passt schon alles, ne? Wenn die Märkte fallen, steigt Gold, steigt Treasuries. Echt interessante Zusammenhänge. Ja, also auf jeden Fall. Was mein Tipp so wäre für euch, spezialisiert euch auf jeden Fall. Es gibt ja total viele Futures. Wenn man mal ja, auf der Seite zum Beispiel von der CME schauen. Warte mal, ich hole mal wieder ein Bildschirm. Habe ich dich jetzt richtig? Nee, du Ich hast mich hoffe noch doch. nicht. Ich habe noch nicht richtig, ne? Warte. Ich habe dich nämlich hier zweimal, deswegen war ich jetzt ein bisschen. So, jetzt habe ich dich. Ja, jetzt bist du wieder richtig. So. Man sieht ja, also wir haben Korn, Sojabohnen, Crude, Ja. Gas. Das sind das jetzt auch nur die Featured Products. Es gibt noch viel, viel mehr bis hin zum Bitcoin Future. Ja, Das stimmt, die gibt's ist, auch. Ja. ne, gibt es auch. Und was einfach wichtig ist,
weil das ist manchmal, man steht so vor so einer riesen Auswahl und denkt, Mensch, was soll ich machen? Soll ich heute das eine machen, morgen das andere? Oder jetzt ist gerade was im Öl los und dann mache ich wieder was im Gold. Ich bin da nicht so ein Fan von, aus dem Grund, weil ich immer finde, man sollte den Markt, den man handelt, wirklich, wirklich gut kennen. Also wissen, wie reagiert der auf Nachrichten, aber auch zum Beispiel, wie groß ist der, also was für eine Tick-Size hat der. Natürlich kann ich das alles nachgucken, aber man sollte sich da spezialisieren. Ich habe so zum Beispiel bei den Index-Futures, da bin ich Equity-Index, dass ich hier den S&P Mini handle. Das liegt in meiner Historie begründet. Das heißt, dass ich Anfang der 90er, da gab es noch keinen Dow-Future. Ich wollte sagen, den DAO gab es ja nicht, ne? Das ist ja genau der Genau. Punkt. Ja, den gibt es Ne? ja erst Und ich habe seit dann schon 20 so Jahren viel ungefähr. Expertise gehabt in dem Mini, dass es einfach für mich keinen Sinn gemacht hat, auf Dow zu wechseln. Aber ihr könntet zum Beispiel, da seht ihr zum Beispiel auf dem Bitcoin-Future, aber ihr könntet natürlich auch zum Beispiel den Russell 2000 handeln. Ja, nur, und den finde ich gar nicht schlecht. Da sind die Nebenwerte mit drin, sind 2000 Werte. Im S&P 500 sind 500 Werte drin. Und das ist auch ein sehr trendstarker Markt, der läuft sehr ähnlich wie der S&P, aber anders. Wichtig ist eben immer nur, dass man sich sozusagen auf einen Markt spezialisiert. Ich gebe einfach mal das Beispiel. Wir hatten ja vor einem halben Jahr dieses Riesenproblem mit der Boeing. Ja? Und die Boeing ist im Dow Jones extrem stark gewichtet. Und das muss man natürlich wissen, wenn man Dow Jones handelt. Und die hat den Dow Jones brutal nach unten gebracht. Das waren 300, 400 Punkte, die nur auf die Boeing zurückgingen im Dow Jones. Und da hat dieses Einzelereignis natürlich, damals waren die Märkte noch im Aufwärtstrend, im Dow viel kaputt gemacht, im S&P nicht. Ja, weil der ist einfach schön eigentlich weiter marschiert. Der war davon nicht so stark betroffen. Ja, und deswegen würde ich euch immer empfehlen, kennt euer Produkt gut, macht nicht heute dies, morgen das. Und dann habt ihr einfach nochmal einen Vorteil gegenüber anderen Tradern. Also der Russell ist wirklich ein sehr interessanter Markt, den man gut handeln kann, und man muss halt nur aufpassen, er ist auch er kann ganz schön wilde Ausschläge machen. Also da muss man sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen Genau, glaube weil ich, bei dein diesen Tipp ist 2000 Werten ja nicht alle so liquide sind, ne? richtig, ne? Und deswegen ist dein Tipp Gold richtig, ne? Also schaut euch den Chart gut an und lernt diesen Markt kennen und dann traden, ne? Also das ist schon, das macht schon viel Sinn. Ja, jetzt haben wir im S&P, da bin ich jetzt, seht ihr hier, jetzt raus. Ach, Also, du bist raus. Ah, okay. Ja, ich habe auch gerade ja. gesehen, es kam gerade ein bisschen die Gegenbewegung hier rein, genau. Genau, jetzt kommt die Gegenbewegung. Für mich stellt sich das Ganze jetzt so da erstmal, trade wunderbar. Ne? Profit Loss für den Tag ist ein toller Tag. Und jetzt geht es im Prinzip für mich zu entscheiden, naja, gehe ich nochmal rein oder gehe ich nicht nochmal rein? Und das hängt jetzt nicht Ja. davon ab, ob ich genug Geld habe oder nicht, weil man muss die guten Tage nutzen. Es gibt nicht so viele gute Tage. Es gibt auch viele Ja. Tage, da schiebt sich die Börse nur hin, sondern gibt es für mich ein Signal. Und so wie ich den Markt handle, ich gehe jetzt, warte Rückläufe ab. Und ich hätte jetzt hier, dort bei der 82, da sehen wir, das wäre so mein nächstes Einstieglevel. Das ist also ungefähr über 10 Punkte unter dem Level, wo ich rausgeflogen bin. Und der Stopp wäre hier am Tageshoch. Kann sein, dass der Markt dann natürlich mich ausstoppt, aber dafür sind Stops entsprechend da. Ich habe sowieso nur 50% meiner Trades funktionieren, aber mit diesen 50% kann man so viel Geld verdienen. Also diejenigen, die vielleicht letztes Jahr meine Real Money Challenge verfolgt haben, die haben gesehen, ich habe mit den 10.000, da habe ich 400.000 verdient und das habe ich auch nicht besser als 50% getroffen. Also an der Trefferquote liegt es da nicht, sondern es geht darum, dass man Gewinne laufen lassen kann und dass man sein System durchzieht. Und für mich wäre jetzt hier zum Beispiel wieder, das wäre jetzt da auf dem Level reinzugehen, ja, hier oben, da wäre mein Stopp anzusiedeln. Das wäre sozusagen die nächste Trainingschance, auf die ich jetzt für den heutigen Tag warte. Ja. Okay. Wie ich da eben entsprechend vorgehe. Ja, also das ist. Also, woran machst du das jetzt fest, dass der, war das ein Hoch oder woran hast du es Also festgemacht ich kann jetzt? das immer vielleicht gerade auf dem Chart hier Zeig zeigen, doch weil noch mal das ganz einfach kurz gleich da. schön, schön.
Jetzt ist der Ton wieder weg, Bürger. Ich chatte ihn mal kurz an. Ich scheint das nicht zu merken. Bürger, hallo. Hallo. Okay, ich habe hier. Ah, jetzt bist du wieder da. Okay, du warst, Okay, ja. Ich weiß nicht, warum hast bei einmal mir steht alles aus. Tonaussetzer. So, das letzte wichtige Tief wäre jetzt hier dieser Bereich da. Und da würde ich auch entsprechend jetzt wieder reingehen. Und meine Stops mache ich an alten Hochs, das wäre hier. Die etwas defensivere Herangehensweise wäre, ich mache das jetzt mal mit einer anderen Farbe, kann man auch so machen, ist dann aber defensiver, hat beides Vor- und Nachteile. Zu sagen, ich gehe an diesem Tief hier rein, also da, dann wäre das Gap hier auch geschlossen und mache meinen Stopp hier oben. Okay. So, jetzt kann man nicht sagen, das eine oder andere ist richtig und das andere ist falsch, sondern das Graue hier, das ist die aggressive Tretart und Weise, also mit dem nahen Entry, dem nahen Stopp, ja, und das andere mit dem etwas weiteren Entry und dem etwas weiteren Stopp ist die Defensive. Der Vorteil von der aggressiven ist, dass man bei den starken Bewegungen auch dabei ist. Also der Markt macht jetzt, was weiß ich mache das mal in Grau. So, der Markt macht vielleicht nur ein kleines Rebound und fällt dann, man ist dabei. Da wäre man bei der pinken Bewegung nicht dabei. Okay. Das ist aber eine Frage der Aggressivität. Wenn da werde ich natürlich auch schnell ausgestoppt. Der defensive Trader, der wartet, dass vielleicht, naja, jetzt muss ich da machen, ein größerer Rückgang jetzt mal nach oben ansteht, geht da rein und geht dann. Der hat den Vorteil, dass er natürlich den besseren Entry hat, aber der ist manchmal, wenn der Rückgang nicht kommt, gar nicht erst dabei. Und das muss man immer so ein bisschen abwägen. Wann macht man was? Und wann lohnt es sich aggressiv zu handeln und wann ist es nicht sinnvoll? Und für mich ist jetzt so, dadurch, dass wir eine technisch wichtige Marke durchbrochen haben, das sieht man schön auf dem Daily Chart, das war hier die 2800. Das war so eine Marke, die hat schon letztes Jahr hier eine Rolle gespielt, dann hat sich hier als Widerstand eine Rolle gespielt, hier ist sie getestet worden. Wir haben also diese wichtige Marke durchbrochen und der Markt ist sowieso in so einem Modus, wo er plötzlich wieder auf die Short-Seite gewechselt ist, dass ich sage, naja, der hat schon das Potenzial, mit Momentum, also sehr, sehr schnell da durchzulaufen, so wie wir das letztes Jahr hier gesehen haben, solche Tage. Und da handle ich ein bisschen aggressiver. Wenn ich jetzt merke, Mensch, das Momentum geht raus, dann muss ich wieder ein bisschen defensiver werden. Aber im Moment handle ich eben sehr aggressiv. Und das habt ihr ja auch eben bei dem Trade gesehen. Das war ja auch ein aggressiver Entry. Und den habe ich aggressiv gemanagt. Der hat ja jetzt funktioniert. Nächsten gucken wir jetzt mal. Das heißt, diese Aggressivitätssteuerung ist ein ganz wichtiges Element von dem Trading auch. Ja. Du hast aber hier auch jetzt Gaps im Chart mit drin, ne? Also das ist irgendwie bereinigt, ne? Das hier, Nee, weil ich vorhin habe, hatte ich gesehen, hattest du auch richtige fette Gaps im Chart. ja, also das ist jetzt hier der S&P ohne die Nachtsitzung. Alles Ja? klar. Das heißt, ich nehme die Nachtsitzung raus. Ich kann auch kurz zeigen, warum mache ich das. Die Nachtsitzung, ich habe gerade eben gesagt, die ist liquide genug zum Handeln, aber wenn wir uns das anschauen, hier, das ist Naja, ist Nachtsitzung, dünn im da ist Vergleich. einfach wenig Volumen. Ja? Es geht immer noch zum Handeln, aber es ist wenig. So. Und wenn ich einen wirklich ganz aussagekräftigen Chart haben möchte, dann schaue ich mir ohne Nachtsitzung an. Nur die normale Sitzung 15:30 Uhr bis 22 Uhr. 22 Uhr, die normale Haupthandelszeit sozusagen. Okay. Ja. Frage vom Jan. Es ist hoffentlich okay, wenn ich Sie mit Vornamen hier anspreche. Dann wissen Sie auch, dass Ihre Frage gemeint ist. Setzt du die Stops genau am Hoch oder tief an oder machst du da nochmal so einen kleinen Abstand von ein, Nee. zwei Ich setze Ticks sie tatsächlich drüber genau oder? im Tief an. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil das sind wirklich, wir können uns das ja mal gerade anschauen. Ich hole den S&P nochmal gerade hier drauf. So, gucken wir mal gerade hier. Dann sehen wir ja hier Geld- und Briefkurs und wir sehen auch hier, das sind 100, also es ändert sich ja ständig, aber da ist eine ganz schöne Masse an Kontrakten, was auf den Preisen liegt. Und das heißt, da habe ich den Zufall eigentlich schon mit ausgeschaltet. Und wenn der darüber geht, dann geht er meistens dann auch noch mal ein paar Ticks weiter. Und dann gehe ich lieber da wirklich genau, also ein Tick über dem Top raus.
Oder genau drauf. Das ist Geschmackssache, aber es kann man beides ist okay. Aber nicht Okay, weiter. Also weil man. man ja immer so sagt, stopp Phishing oder so, damit hast du dann offensichtlich keine Probleme. Nein, hab ich nicht. Und ihr müsst euch ja bei Stop Phishing die Frage. Also wir haben ja einen Unterschied zum CFD hier. Ja, Hier hat ja gar klar, jetzt kein bin ich auf Interesse. der Börse. Hier hat gar kein Interesse, einen Stop zu fischen. Ne? Weil was soll mir das jetzt bringen? Das bringt mir ja nichts, wenn ich die Stops da oben raushole. Ich kaufe den Markt, damit er hier oben den Stop holt. Ja, und dann, was mache ich dann? So schnell kriege ich das Ding ja gar nicht wieder verkauft. Ja? Das ist, wenn ich gegen einen Anbieter trade. Ja, also gegen das Buch von dem Anbieter, und der Anbieter stellt die Kurse und alles, dann kann das Stop-Phishing eventuell für jemanden Sinn machen, aber im Future-Handel kann ich das dann Lukrativ sein, ja, schön. ist richtig. Ja. Das gibt es natürlich bei WSL West nicht. Wir sind Straight-Through-Processing-Broker. Das ist nur Ja, da mal gibt es kurz. natürlich auch Unterschiede. Ich will nur sagen, woher das, also wann das überhaupt Sinn macht, sonst macht es eigentlich gar keinen Sinn. Weil es ist immer so ein Mythos, den viele so ja, erzählen, Stop-Phishing. Ich zeige vielleicht gerade heute nicht, damit alle sagen, ich zeige immer nur das Allerbeste und verschweige euch was. Ich zeige euch zum Beispiel, wo ich heute echt Pech gehabt habe. Ja, so. Ich habe einen Euro Breakout Open Range gehandelt. Das heißt, wir haben hier die Open Range Ja. gehabt morgens. Da sind wir raus. Das ist eine ganz bekannte Strategie von mir, die es bei euch, glaube ich, auch gibt in einem Paket, ne? Ja, Morning ja, Strategies und ja, so. ja. Ja, so. Und da bin ich hier eben entsprechend rein, Short, Verkauf Euro. So, meine Idee war, komm, den lasse ich mal. Nicht nur die Open Range, dann wäre ich hier unten schon raus, sondern ich lasse den mal den ganzen Tag. Der Euro ist ein bisschen angeschlagen. Auch da ist der Trend down. Ich setze mal drauf, dass der Markt hier runtergeht. Ihr seht, hat er auch tatsächlich gemacht. Aber jetzt habe ich einen sogenannten Trailing Stop verwandt und ihr seht das hier. Ich habe das an einem Supertrend gemacht. Und ihr seht, ich bin genau hier Aber ausgestoppt wirklich, worden. Das war noch nicht mal das ja. Hoch. Das ist einfach Pech. Sowas kommt natürlich auch mal vor. Das ist Pech. Ja, und das muss man eben auch so sehen. Wenn ich mich als Opfer von Stopfischen sehen würde, dann würde ich ja auch eingestehen, dass es am Markt viel größere Kräfte gibt, die den Markt manipulieren. Und dann würde ich mich fragen, Leute, warum handelt ihr denn dann, wenn ihr das wirklich glaubt? Weil ich würde mich doch auch nicht am Pokertisch setzen, wo ich glaube, dass die Karten gezinkt sind. Ja, würde kein Mensch machen. Das Ja, ist nach dem Motto, wohl oh, Karten sind gezinkt. Verliere ich dauernd, aber mache ich. Würde keiner tun. Und es kann einfach aus Pech passieren, und das passiert ab und zu, dass man unglücklich ausgestopft wird. Das gehört mit zum Geschäft. Ja? So, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich erstmal gewartet, weil auch Mittagsmarkt war. Ja? Dann habe ich dann danach, das seht ihr hier, zwei Positionen aufgebaut, habe ich pyramidisiert, die jetzt auch noch da sind. Also insgesamt sind es vier, die bin ich noch short, die jetzt hier Break-Even abgesichert sind. Ich probiere jetzt einfach nochmal, das natürlich habe ich zum tieferen Kurs aufbauen müssen, das passiert dann eben, aber der Trend ist ja noch intakt. Wir haben auch hier fallende Wollte Hochs und sagen. fallende Tiefs. Das heißt, das alles ist intakt und ich hoffe, wissen tue ich das nicht, dass sich das hier weiter fortsetzt, und das ist eben die Idee hinter dem Trade auch wieder, ja, dass sich das Ja, das alles. ist aber auch das Schöne an dem Supertrend, ne? Weil der hat ja jetzt nicht den Trend gewechselt, sondern der ist ja weiter short geblieben, ne? Der hat hier nicht Das ist gewechselt. ja. Nur jetzt ist eben das Problem, wenn ich den als Stoppgeber benutze. Und das kannst du ja. Du kannst ja sagen, mach meinen Stopp an den Supertrend. Das kannst du ja bei euch am Nanotrader, das kannst du beim Genau. NinjaTrader. Du kannst es ja einstellen, dass der an der Linie oder auch einen Tick davon weg, das hätte aber hier auch nichts genützt, dass der dahinter herläuft automatisch. Genau. Ja, das ist ja das Schöne bei dem elektronischen Handel, dass man das machen kann. Dann ist aber das Problem, der Supertrend, der schnackt erst um auf Schlusskursbasis. Also da würde der denn wechseln. Und das geht für Stops nicht, weil es kann ja sein, dass diese Kerze hier da oben nach da oben gehen würde. Und dann verliere ich viel mehr, als ich mit dem Stopp stoppen möchte. Richtig, ja. Und deswegen, ja, man kann eine Es Toleranz ist halt angeben. ein Kompromiss dann, ne? Also du sagst eben, mir ist es egal, wenn der angetatscht wird, bin ich halt draußen, weil da mein Stopp liegt. Ja. Deswegen meinte ich nur, weil der auf Schlusskursbasis aber reagiert, ist der Abwärtstrend noch intakt. Das heißt, du kannst dann abwarten und dann die neue Position aufbauen, so wie du es ja jetzt auch gemacht hast. Das ist Genau, du ja kannst hier, ich habe das jetzt gerade gemacht, auch. ich könnte den an den Indikator anhängen und dann könnte ich hier Offset-Ticks machen. Dann könnte ich sagen, komm, jetzt bei der Short-Position, da soll der 6 Ticks höher machen oder 20 Ticks, ist egal, ja. Oder eben 0. Ich mache da meistens nur einen Tick Offset, ja, also jetzt hier 0. Und dann könnte man das so machen.
Aber es bringt jetzt nichts, den irgendwie 50 oder 60 Ticks dazu zu nehmen, dann brauchst du auch den dann schon nicht mehr zu benutzen. Ja. Also, das ist, Sehr das cool. gehört zum Training dazu. Da würde ich mir auch keinen Stress drum machen. Letztendlich zählt die Gesamtheit von den Trades. Ne? Und ja, Ja, wie du sagst, du liegst auch nur zu 50% richtig, ne? Das ist genau der Punkt, ne? genau. Ne? So, und ihr seht, also meine Trades sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Also nehmen wir jetzt hier auch die T-Bonds zum Beispiel. Ja, ne? So, wir haben jetzt hier steigende Hoch, steigende Tiefs, alles Ja. wunderbar. Das ist ja so, wie ich entsprechend handle. Jetzt habe ich hier den Rücksetzer auf dieses Top hier, da, Ja, dahin. ja, So, ja. meinen Stopp habe ich an dem letzten Tief und jetzt hoffe ich, dass sich das hier nach da oben weiterentwickelt. Ich weiß es Ja. natürlich nicht. So, und irgendwann siehst du, schnackt hier der Supertrend um, ist jetzt schon passiert. Ja, und dann kann ich irgendwann sagen, pass mal auf, jetzt nehme ich den Stopp hier und hänge den an den Indikator an. Bumm. Ja. Und dann läuft der eben damit. Also das, was ich mache, ist nicht, dass ich meine, boah, heute geht's hoch, morgen geht's runter oder so, sondern ich habe eine Systematik dahinter und auch durch dieses Trade Management, also dass das auch immer sehr ähnlich läuft, kriege ich auch eine Wiederholbarkeit von den Ergebnissen hin. Und das ist ja letztendlich das, was ein Trader möchte. Der möchte ja nicht mal einmal ein gutes Ergebnis haben oder einmal einen tollen Tag haben, sondern der möchte eine Wiederholbarkeit haben. Und die kann man ja nur herstellen, wenn ich die Dinge gleich oder sehr ähnlich Immer mache. wiederhole, ne? Genau. Genau. Und das ist einfach wichtig, dass ihr also eine klare Systematik habt, eine klare Strategie habt, ein klares Trade Management habt und ja, wie gesagt, von der Produktseite her habt ihr wirklich, ob ihr dann ein Big S&P 200 gibt es ja auch noch, haben wir gar nicht, aber ich denke, man kommt für die meisten hier nicht in Frage. Das ist $250 der Punkt, den habe ich in den Ah, Anfang der nicht. 90ern, habe ich den noch so gehandelt. Ja, das war natürlich krass, ja, Das weil ist du kein echt gutes krass, Money ja. Management machen kannst. Also kein gutes, du kannst dann, ja, hast immer einen riesen Risk da. Man muss allerdings sagen, damals war der Markt Anfang der 90er auch noch tiefer, da waren wir War auch nicht bei nicht 2. ganz so volatil, glaube ich, wie heute, Da oder? war er nicht ganz so volatil. Da haben wir uns am Tag mal 3 Punkte bewegt. Ne? Das war es dann. 3 S&P-Punkte. So, aber also ob du jetzt ein Mini handelst, ob du ein Micro handelst, ob du den Russell handelst oder Nasdaq, das ist letztendlich, kommt es darauf an, was du für Kontobedingungen so, aber du brauchst eine klare Strategie. Ne? Also an den Produkten liegt es nicht. Die sind top, die sind wirklich top. Wir haben ja jetzt Ja? alle wirklich die ganze gesamte Auswahl, ne? Und wer eben ein bisschen weniger Geld hat und kleinere Kontrakte handeln will, ja, der hat ja die Alternative jetzt mit den Micros, ne? Genau, ich Also wurde wie gesagt, früher mal gefragt, bekommst. wenn ich wieder ein Future-Konto mit wie viel kann ich das aufmachen? Da musste ich ehrlicherweise den Leuten sagen, naja, okay, wenn du mit einem kleinen Future anfängst, dann Ja. brauchst du so 30, 40, vielleicht 50.000. Jetzt kann ich guten Gewissens sagen, mit den Minis, mit den Micros, nicht mit den Minis, ja, da kannst du schon mal 10, 15.000, kannst du schon mal ein Konto aufmachen da auch. Ne? Das geht Ja, jetzt. also das geht jetzt alles, genau. Also das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk mehr, ja. Insofern, ja, schaut euch das an und vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal meine kurze Umfrage auch für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, das ist ja echt toll. Ich habe hier die Möglichkeit, aus dem Chart rauszuhandeln. Ich habe einen super Trend. Der ist einfach da mit drin, ja. Da kann ich das Stop mit ranhängen. Ich kann das zum Analysieren nehmen. Ich habe das Volumen da, was du ja auch beguckst, die Spikes, ne, um dann rauszukommen. Also ihr könnt das hier komplett nachmachen. Und deswegen also meine Frage nochmal für alle diejenigen, die jetzt noch nicht bei uns sind. Na, klickt einfach mal rauf, ja, ein Anruf mit einem Angebot für Schnellentschlossene oder eine persönliche Online-Einweisung machen wir auch. Klickt einfach rauf, wenn ihr Interesse habt und ja, ich nehme dann Kontakt mit euch auf und kümmere mich darum, dass ihr da auch umfassend bedient werdet und einfach, ja, da nochmal die Informationen auch bekommt, um jetzt zu starten. Das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch erstmal am Anfang vielleicht gucken, was wäre denn jetzt so ein Markt für mich, der interessant ist, welches Marktsegment innerhalb der CME muss ich denn da auch freigeschaltet bekommen und abonniert, weil die Kurse muss ich ja auch einkaufen. Also insofern, da gibt es jetzt viele Fragen, die zu klären sind. Ja, und deswegen klickt einfach drauf. Wie gesagt, können wir alles in Ruhe besprechen und dann habt ihr die Informationen, die ihr braucht. Ja, wunderbar. Okay, Dankeschön. Genau. Vielleicht in dem Zusammenhang, wo du gerade von auch redest, Ja.
Vielleicht in dem Zusammenhang ja auch, wir haben ja mit euch zusammen diese Aktion für unser Startseminar. Also wenn einer sagt, Mensch, wie funktioniert das, wie Future-Handel, wie kann ich das alles lernen, wie kann ich lernen, profitabel zu handeln, wie kann ich überhaupt eine Strategie lernen. Das alles gibt es bei uns in so einem 90-Tages-Take-Off-Kurs. Der geht wirklich 90 Tage lang, jeden Tag gibt es Inhalt. Der nächste startet am 1. Juli. Und man hat also jetzt schön den Juni noch Zeit, Konto bei euch zu eröffnen und kann Ja, den oh, kostenfrei dann nutzen, fastet. anstatt, der kostet sonst 498 Euro. Also kann man da auch nochmal richtig, ja, wenn man sich dafür jetzt entscheidet, richtig gutes Angebot wahrnehmen, ne, was wir da Genau. zusammen anbieten. Deswegen sage ich ja, Angebot für schnell entschlossen. Haben wir doch immer im Koffer. Genau, ja. Ja, super, alles klar. So, gibt es noch was von den Märkten, irgendwas Neues noch zu berichten Ja, jetzt? wie Gab es gesagt, noch was? Märkte sind jetzt in so eine Phase eingetreten. Das Ey, ist es jetzt ist so ein jetzt bisschen, beruhigt, ne? ruhiger. Das ist normal. Das ist diese Mittagsmarktphase. Können wir auch wirklich immer schön sehen. Hatten wir Das ist selbst immer so ein gestern. bisschen die Problematik, wenn ich berufstätig bin. Ne? Ich komme jetzt nach Hause, will eigentlich jetzt traden und dann komme ich genauso in diese Lunchzeit. Das ist dann auch immer ein Ja. bisschen. Hast du da noch einen Tipp irgendwie? Also, wie gesagt, ich würde empfehlen, wer berufstätig ist, der tradet einfach auf größeren Zeiteinheiten. Also ich würde nicht auf einen Ah, okay. 5-Minuten-Chart traden, ja, sondern einfach den Trade so aussetzen, dass du ruhig 2, 3 Tage in so einem Trade drin bist. Ja? Weil dann kannst du in aller Ruhe morgens vor der Arbeit deine Limite reinpacken, wo gehst du rein, deinen Stopp reinpacken, kannst die Automatisierungsfunktion von den Plattformen nutzen, um deine Stops zu managen, und du kannst abends einfach deine Anpassung machen. Weil das ist genau das Problem. Der Markt hat so einen Rhythmus. Ich habe es mal hier gestern. Gestern war ja wirklich ein aktiver Trading-Tag. Ja, das war die Eröffnungsphase. Das ist Phase Nummer 1. Dann kommt die Mittagsphase, Phase Nummer 2. Und dann die Schlussphase, Phase Nummer 3. So. Und hier kommen die meisten von der Arbeit und sagen, boah, super, ich handle S&P. Nur da passiert nichts. Das ist genau Phase Nummer 2. Das ist die Schiebephase. Ja, da machst du nicht wirklich Geld. So. Die interessante Phase ist die hier. Da sind dann aber viele schon sagen, oh ja, morgen muss ich ja wieder arbeiten, gehe ich ins Bett oder so. Ja, hier sind sie noch bei der Arbeit. Wie kriege ich das also hin? Indem ich einfach mich morgens vorbereite oder abends vorbereite, also nach meiner Die Arbeit Zeit dann halt vorbereite. habe. Ja, und dann zum Beispiel sage, und das könnt ihr ja machen, ich lege bei der Plattform, hier sind die letzten Tiefs, da lege ich einfach ein Limit rein. Ja. Nimm einen Stopp. Nehmen wir jetzt egal was für einen, machen wir hier irgendwo einen Stopp hin und gucke, ob das Ganze ausgeführt wird. Ja, so. Dafür muss ich gar nicht vor dem Schirm sitzen. Also machen wir es mal so. So das Limit. So, das ist jetzt hier. Dann wird das Ganze ausgeführt, seht ihr hier, und geht ein paar Stunden weiter. Du kommst am Ende des Tages an. Ja, siehst, okay, bist im Gewinn, kannst deinen Stopp nachziehen. Nächsten Tag lässt du dein Trade Management weiterlaufen. Du kannst es, wie gesagt, ja automatisiert hinterherlaufen lassen und bist Richtig. dann irgendwann raus. Also ich würde immer auf so einer Stundenchart ruhig über Nacht, da müsst ihr keine Angst vor haben, traden. Das ist effektiver, als da 5 Minuten rumzudaddeln, ja, Ja. nach der Arbeit, wo man so oder so müde ist, kaputt ist und dann noch am Markt nicht die besten Phasen sind. Ne? Wir haben sehr viele Trader Super. ausgebildet, die nebenberuflich traden. Die machen das alle so. Das heißt, die gehen nicht hin und traden auf dem Minutenchart nach der Arbeit, sondern die suchen sich eine größere Zeitebene und handeln dort dann auf Sicht von 2, 3 Tagen. Funktioniert perfekt. Ja, und dann gibt es ja auch noch einen Schichtbetrieb. Da, ne? Haben wir ja auch jemanden, der sagt, ich bin so im Dreischichtbetrieb tätig. Da ist das dann auch Genau. sinnvoll, ne? Dass du das genauso machst, ne? Weil sonst Absolut, kommst du, wie gesagt, absolut. immer in die schlechten Phasen rein. Ne? Richtig, ja. Jo. Ja, perfekt. Haben wir doch alles abgefackelt hier, was wichtig war. Ich sehe jetzt auch keine Frage. Ah, doch, eine ist hier noch offen. Das war jetzt, glaube ich, nochmal die Wiederholung zu der Kontraktgröße von dem Mikro. Das war jetzt zum Beispiel beim S&P, also das Pendant dazu, 1,25 pro Tick, beziehungsweise Ja, $5 pro da kann ich Pfund. euch vielleicht dann nochmal, Ne? schaut mal hier, also CME Group, ja. Ah ja, genau. Auf die Website. Spezification. Wenn ihr entsprechend dann draufklickt, ja, seht ihr oben auch den Link, dann haben wir im Prinzip, haben wir hier jetzt mal für den S&P, also wann wird der gehandelt, welche Ja, das ist Uhrzeiten, sehr wie gut, ja. groß ist der. Und
Und dann könnt ihr hier wunderbar eben auch schauen, Other Products, da seht ihr eben alles, was zu handeln ist. Und da könnt ihr hier den aussuchen, welchen ihr handeln wollt. Ja, nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, wir wollen jetzt den Micro Nasdaq traden, nur mal als Beispiel. Ja, das ist ja cool, ne? Da kannst du dich gleich mal informieren und das muss man ja wissen, diese Kontraktspezifikation. Das genau, ist ja und dann sehe ich, ah, guck mal, $2 der Punkt, wunderbar. Ja, ja, Nasdaq klar. Micro, $2 der Punkt. Sehe ich hier im Prinzip, die CME Position Limits werden euch wahrscheinlich nicht interessieren. Das heißt, ab wann bin ich meldepflichtig und muss wie viel, ja, also wenn ihr richtig groß handelt oder so. Aber ihr kriegt hier alle wesentlichen Informationen drauf, habt hier eben auch die Quotes, Settlements, Volumen, Times and Sales, die CME Margins. Die müssen nicht gleich mit der Broker sein, aber das sind die Minimum Margins schon mal. Ja, bei uns ist es gleich, ne? Weil wir ja mal die Börsenmargin haben. Bei uns ist es gleich, weil wir mal die originalen Börsenmargin haben. Ah, perfekt. Umso besser. Ja, das passt. Ja. So, und dann ja, können wir ja mal gerade gucken, einfach so, Margins. So, und da sehen wir hier, haben wir $760. Ja, perfekt. Ne? Ja, das ist jetzt auch hier, weil hier kommt jetzt auch gerade nochmal eine Frage rein. Ja, ich teste gerade eine Demo, habe schlechte Ausführungen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ihr einfach die falschen Daten habt, ne? Weil bei uns sind es wirklich Tick-für-Tick-Daten, ne? Also das ist extrem wichtig, ja, dass ihr wirklich Tick-Daten habt und dass die Orders natürlich an der Börse liegen, ja, also das ist auch logisch und das ist bei uns eben gegeben, ja, in allen Produkten, beim Future, in allen Plattformen, die wir haben, das ist eben ganz entscheidend, ne? Dass ihr da mit den Stops in den Orderbüchern drin seid und dann auch sofort ausgeführt werdet, wenn eben das Ganze getriggert wird. Ne? Also insofern, da müsst ihr wirklich drauf achten und da ist natürlich die Brokerauswahl extrem wichtig. Ne? Ja, genau. Und das ist auch wichtig, ne, dass man da einen guten Partner hat, der dann einen auch helfen kann, weil manchmal ist euch vielleicht auch das Symbol nicht geläufig. Was müsst ihr auf der Plattform für ein Symbol einstellen? Auch ja, bestimmte Spezifikationen, wenn irgendwo gibt ja Besonderheiten beim Kontrakt. Also ich nehme mal zum Beispiel jetzt, nehme den T-Bond. Da gibt es, beim T-Bond gibt es einen sogenannten First Notice Day. Ja? Ja. Das heißt, da läuft der Kontrakt noch, aber ab da könnt ihr, weil der nicht Cash gesettelt wird, sondern da gibt es tatsächlich Lieferung und Leistung, ab da könnt ihr bedient werden. Ja. Ja. Das heißt, ein guter Broker wird euch dann informieren und sagen, pass mal auf, es ist First Notice Day, schließ mal bitte deine Position. Ja, weil wir sagen sogar, bitte nicht halten so lange. Ne? Und das sollte ja, also auf jeden Fall geschlossen sein vorher. Du hast keinen Bock, die Bonds wirklich zu bekommen. Ja. Oder noch schlimmer dann Berlin Hawks oder so. Ne? Ja, physische Lieferung, ja. Also vielleicht nochmal kurz zur Ergänzung, weil wir die Margins gerade nochmal hatten, weil ich gesagt habe, wir haben ja die Original-Börsenmargin. Im Intraday-Bereich ist es sogar fast immer 30% der CME-Margin bei uns jetzt. Ja? Also um das auch nochmal aufzulösen. Also wenn ich intraday die Position halte, also nicht über Nacht, dann habe ich sogar nur ein Drittel roundabout der Original-Margin. Ne? Das ist natürlich schon cool. Also da kannst du auch schon ein bisschen was mitmachen. Ja. So. Ja, ich würde sagen, Stefan, ich gehe jetzt nochmal gerade einmal auf den Handelsbildschirm zurück, aber ich glaube, sind wir eine gute Stunde dabei. Ich glaube, wir sind jetzt gute Stunde dabei. Ich habe hier noch eine Frage offen, da muss ich mal kurz lesen. Würde man zur schwachen Mittagsuhrzeit im S&P so ab ca. 17 Uhr eher nicht mehr pyramidisieren und bei Gelegenheiten ab 20 Uhr wieder pyramidisieren, das heißt mittags hoch zu Absicherung und nicht zum Pyramidisieren verwenden, ist jetzt hier die Frage vom Sebastian. Ja, kann man nicht so allgemein sagen. Es gibt wirklich Phasen, wo ja, Holland in Not ist und da ist auch in der Mittagszeit so viel Action und da würde ich dann auch pyramidisieren. Meistens allerdings mache ich in dieser Phase auch selber Pause. Das heißt, okay, normalerweise, wenn ich jetzt nicht das Webinar hätte, würde ich jetzt sagen, pass auf, geiles Wetter, ich gehe mal 9 Löcher Golf spielen und komme dann nochmal zu der letzten Stunde oder den letzten 2 Stunden wieder. Ne? Also, weil normalerweise ist da nichts. Mensch, da haben wir dich jetzt vom Golfspielen abgehalten, sozusagen. Wir haben im Moment bei uns das Level 2, also eben habe ich das Level 1 vorgestellt, das Level 2 Seminar. Ah, okay. Und
Ich werde jetzt heute gleich mit den Teilnehmern noch, wenn man ein kleines Barbecue Alles bei klar. uns auf der Terrasse, das werde ich jetzt Na gleich noch denn, das genießen. hört sich doch gut an, ja, das ist doch Genau. hervorragend. Ja, dann, ja, das ist ja der perfekte Übergang. Also vielen Dank, Bürger, für dieses tolle Webinar mal wieder. Haben wir auch schön jetzt live gesehen, wie du diesen Trade da hervorragend gemanagt hast und wie wir jetzt auch sehen, läuft der Markt also auch schön konsequent hoch, also auch ziemlich perfekt glattgestellt, das Ganze. Insofern alles gut und die zweite Gelegenheit könnte sogar noch kommen, ne, wenn ich das so richtig sehe. Genau. Also Ich alles lege gut. an und da schauen wir mal. Okay, Alles ich sag klar. Also dann danke. viel Spaß beim Barbecue, einen schönen Vatertag morgen und ja, alles Gute auch Ihnen. Dankeschön. Bis zum nächsten Danke. Mal, Ihr Stefan Fröhlich. Ciao, ciao.